Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küche der Natur. Wir sind im wunderschönen Bocholt und sprechen heute über ein wirklich für mich tolles Thema, und zwar den Büffel. Natürlich bin ich nicht der Spezialist, aber dafür habe ich mir Spezialisten gesucht. Und das sind heute die liebe Silvia und der liebe Martin. Hi Silvia. Hallo Florian. Hi Martin. Hi. Schön, vielen Dank schon mal, dass wir hier sein dürfen heute. Gerne. Vielleicht ganz kurz zu euch, Martin. Was bist du und wo kommst du her? Ja, ich bin, komme hier aus Bocholt natürlich, Landwirt von klein an, wollte eigentlich ursprünglich mal Tierpfleger werden sogar, aber habe heute einen kleinen Zoo mit unserem Büffel. Aber ja, haben dann normal Kühe, Schweine gehalten, wie es halt immer war, und wussten, dass es so nicht weiterging mit unserer Landwirtschaft, weil man doch was Spezielles braucht, gerade so einen kleinen landwirtlichen Betrieb, den wir hier führen. Und sind dann eigentlich durch Zufall beim italienischen Essen auf den Büffel gestoßen. Ne? Okay, und, schön. Ja, und heute stehen die Büffel hier schon fast 18 Jahre auf dem Hof und ich möchte kein Tier mehr missen. Wunderbar. Und du, liebe Silvia, du unterstützt den Martin? Ja, genau. Ja, also wir sind hier quasi auf dem elterlichen Hof. Also ich bin hier geboren und genau, eigentlich auch immer schon mit der Landwirtschaft stark verbunden. Und durch Martin, ja, wir machen das schon über fast 30 Jahre, haben wir überlegt, ja. Das hört sich schön an. Ja. Also ein richtiger Familienbetrieb. So ist es, genau. Ja. Und nebenbei haltet ihr aber auch noch ein paar andere Tiere. Richtig, auch noch ein paar. Kleinen Zoo haben wir noch. Kleinen Zoo. Und ich würde sagen, den kleinen Zoo gucken wir uns einmal ganz kurz an. Gerne. Ja, ja. Komm mit. Wunderbar. Wenn man so den Schweinen... Babette, komm hier! So, ich glaube, wie man unschwer erkennen kann, geht es hier nicht um den Büffel jetzt gerade in dem Moment, sondern auch um eine Besonderheit von eurem Hof. Ja. Und zwar, was ist das für eine Rasse? Das ist ein Berkshire-Schwein, ne? Eine der ältesten Schweinerasse der Welt. Die sind so erste Mal 15. 16. Jahrhundert erwählt. Man sagt auch, das ist das Wagyu-Schwein. Ne? Das Wagyu-Rind, für jeden bekannt. Sehr intermuskuläres Fett, das beste Rindfleisch, was es eigentlich gibt. Und das gilt auch für dieses Schwein wieder, das ist das beste Schweinefleisch. Aber wir haben sie auch, weil man hier gerade sieht, unser Babette ist pechschwarz, wie unsere Büffel auch. Ja. Die Ferkel, die jetzt gerade laufen, sind Kreuzenschweine mit Duroc, weil ich im Moment keinen reinen Eber habe. Und sie sind sehr ruhig umgänglich. Also man kann das Ferkel auf den Arm nehmen, die Sau bleibt trotzdem ruhig. Das quietscht nicht, wie man das früher bei den anderen Schweinen kennt. Das ist wirklich ein ganz tolles, ruhiges Schwein. Und man hat auch noch ein tolles Produkt am Fleisch. Und ja, also quasi ein super tolles Produkt. Und ich glaube, also ich bei mir im Restaurant, wenn ich so ein Schwein zubereite, ist es auch tatsächlich so, dass wir sowas nicht komplett totgaren, durchgaren. Ja? Ich sage immer, so ein Tier muss ja auch nicht zweimal sterben. Ja. Und gerade in dem Bereich ist das natürlich so eine Top-Qualität, schöne Fettmarmorierung. Und dadurch einfach auch ein besonderes Stück Fleisch. Genau. Und sie haben dabei vorher auch ein gutes Leben gehabt, wo es darum geht. Ne? Sie werden doppelt so alt wie ein normales Schwein, das heute wird. Und ja, ich denke mal, den Schwein geht es ja auch gut. Ne? Und dann geht es uns auch gut. Sieht zumindest so aus, als wenn sie sich sau wohl fühlen. Ja, auf jeden Fall. Gut, ne? Dann zeig mal, was ihr sonst noch so habt. Ja, dann können wir mal zu so einem Kindergarten und bei den Büffeln gehen. So, lieber Martin, Silvia, das sind sozusagen eure Stars. Sag mal, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, überhaupt Büffel zu halten? Ja, ich sag mal, wir sind so eine Betriebsgröße, wie sagt man so schön, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Und wir waren halt immer schon auf der Suche nach was Besonderem oder irgendwas, wo wir vielleicht mal ja, auch weiter von existieren können. Wir sind da mit Leib und Seele Landwirt. Und dieses Tier, als wir das erste Mal gesehen haben, da waren wir direkt schockverliebt. Also die sind einfach, das ist einfach so ein besonderer Charakter. Also wir sagen auch jetzt mittlerweile, die sind stur wie ein Rind, treu wie ein Hund und sensibel wie ein Pferd. Also das ist so ein bisschen, das beschreibt so ein bisschen den Charakter des Büffels. Was sind die Besonderheiten des Büffels? Also der Büffel ist jetzt keine Kuhrasse, sag ich jetzt mal, oder Kuhunterart wie das Wiesent oder der Bison. Also die lassen sich wirklich nicht mit einer Kuh kreuzen oder mit dem Hausrind kreuzen. Das ist eine völlig andere Tierart, ähnlich wie Schaf und Ziege. Also das ist wirklich schon was ganz Besonderes. Ne? Martin, sag mal, was macht ihr denn alles aus dem Büffel?
Und von Anfang an war es uns wirklich wichtig, dass wir alles nutzen können, was der Büffel uns gibt. Ne? Wir wollten ja sagen wir, den Mozzarella produzieren natürlich, weil es wird gemolken. Aber es war für uns auch ganz wichtig, dass wir auch das Fleisch, zum Beispiel die Leder, das Haut mitverwerten und die Hörner und so weiter. Und auch, was für heute ein großes Standbein für uns, auch allein die Landschaftspflege. Weil der Büffel dafür prädestiniert ist, auf diese Feuchtgebiete, kommt er super klar. Er versinkt halt nicht, frisst Röhrich und Binsen, die normales Rind verschmähen würde. Also hält die Gewässer frei und die Flora und Fauna entwickelt sich total anders. Und man sieht die Büffel in den Gewässern liegen, auf den Flächen, Rossgänse, Auslandfischer mit dem Büffel zusammen im Wasser schwimmen. Also das ist so ein tolles Bild, wirklich klasse. Also ist der Büffel ein richtiger Allrounder sozusagen? Ja. Eigentlich schon. Das ist gerade das, was wir also mal in unseren jungen Jahren in der Landwirtschaft gelernt haben. Wir sollen uns spezialisieren auf irgendwas größer werden. Ihr müsst, ne? Und wo wir eigentlich von gesagt haben, das ist nicht unser. Wir wollen es klein halten, sag mal, und auch breit aufgestellt sein, auch in der Direktvermarktung, dass die Leute sich natürlich auch mehrere Produkte. Deswegen haben wir auch die Schweine und ein bisschen. Und ich bin ja, bin Landwirt, aber ich bin Tiermensch ohne Ende. Für mich ist das Tier einfach ganz, ganz wichtig. Also das war für mich auch immer Tierwohl, wo heute viel darüber gesprochen war, für mich immer selbstverständlich. Für mich habe ich immer gesagt, wenn ich ein Tier halten möchte, eine Kuh zum Beispiel, ein Wiederkäuer, die schläft hier gleich keine ein, die gehört auf der Wiese. Wenn ich die nicht auf der Wiese halten darf, will, kann, dann höre ich von heute auf morgen auf. Okay. Ein Tier soll es gut gehen. Das war mir immer wichtig und dann geht es mir auch gut. Also was ich hier auch total auffällig finde, die sind ja richtig am Schmusen. Also ein normales Kälbchen, sage ich jetzt mal, von der Kuh oder so, würde ja vielleicht mal kurz vorbeischauen, genau, sich einmal anpacken lassen, ja, haut dann wieder ab. Aber das ist ja aber die fordern das richtig ein. Ja, ja, genau, ja, ich merke das schon. Also ja, die sind hier wirklich richtig am Genießen. Ja. Und das, ich betone immer wieder, es sind keine Rinder, es sind Hunde. Ja. Ein okay. Hund zieht dir die Hand aus der Tasche, es möchte mit dir Kontakt aufnehmen, möchte schmusen, möchte einfach immer, das sieht man hier auch an den kleinen Kindern, sage ich ja, sind es hier immer. Sie haben bei uns, ja, sind Familienmitglieder, die haben alle Namen, ne? Und der eine oder andere wird mit Sicherheit jeden Abend gerne mit ins Wohnzimmer gehen, aber dann brauche ich jeden Abend ein neues Sofa. Ne? Das ist natürlich auch nicht so. Ja gut, das geht natürlich. Aber es ist wirklich, es sind einfach so tolle Tiere. Ne? Und einfach mal so für die, unsere Zuschauer jetzt hier, du sagst gerade Kinder, wie alt sind die hier? Die sind jetzt so circa 3 Monate alt. Und wie ist der ganze Ablauf, sage ich jetzt mal, bis zum Schlachtprozess? Also die werden so circa 2,5 bis 3 Jahre alt, die männlichen Tiere, die wir dann schlachten, sage ich mal. Ne? Und haben, wie ich vorhin schon sagte, werden hier von Hand aufgezogen, mit der Büffelmilch gefüttert. Danach kommen die halt auf die Naturflächen, laufen da 2 Jahre, meistens dann ganz auf diese Flächen. Ne? Und werden dann irgendwann, wachsen natürlich auch wesentlich langsamer, ähnlich wie ein Wild, was Tag und Nacht draußen läuft, wachsen die dann halt auf. Und dann hast du auch dementsprechend nachher so ein Fleisch, was ähnlich wild aromatisch schmeckt, sag ich mal. Die Kuhmilch ist ja ein bisschen gelblich und die meisten denken, das ist das Fett. Mhm. Aber das ist das Carotin, was die Kuhmilch gelb macht. Und die Büffelmilch ist schneeweiß, weil der Büffel das Carotin in Vitamin A umwandelt. Okay. Und daher hast du eine ganz andere Aufspaltung und ist dann auch für Leute, die laktoseintolerant sind zum Beispiel, obwohl die Laktose auch da ist, aber eine andere Aufspaltung ist, viele Leute diese Produkte vom Büffel vertragen können. Ich würde sagen, wir zeigen ihnen einfach mal noch so ein bisschen, wie die bei euch leben. Ja, können gerne mal die Großen mal sehen. Ja. Und dann finde ich es ganz cool, wenn wir 1, 2 Produkte uns mal anschauen von euch. Gerne. Ja? Können wir gerne mal machen. Ja. Okay, cool. Ihr habt ja eben gesagt, das dauert so circa 2,5 Jahre. Was passiert denn nach den 2,5 Jahren mit den Tieren? Also nach 2,5 Jahren werden in der Regel die männlichen Tiere bei uns geschlachtet. Dann nach einer gewissen Reifezeit, das ist auch ganz wichtig, das ist ja sehr mager, das Büffelfleisch, das ist wirklich auch lange abhängt, mindestens 14 Tage. Und dann reift es vielleicht auch nachher noch bei uns ein bisschen im Vakuum weiter. Und dann haben wir halt so verschiedene Schnitte, ich sag jetzt mal, ne, über einen Tomahawk-Steak, wie auch immer, und ne, bis hin zu unserem Burger. Ich sehe gerade zum Beispiel auch Herz. Ja, genau. Ja, das finde ich auch extrem wichtig. Jedes Tier hat immer nur bestimmte Mengen an Fleisch. Und ich würde mal behaupten, dass 70% des Tiers eigentlich nicht diese High-End-Cuts sind, so wie die jeder zu Hause kennt. Also es kann einfach nicht immer nur Filet sein, nur Rücken oder nur Entrecot, sondern wir haben noch Side-Cuts, so nennt man die ja meistens. Genau, genau. Ja, so wie Hüfte. Ich sehe jetzt hier drin auch zum Beispiel, ihr habt einen Schwanz, also den Schwanz wirklich hinten, der wird dann einfach geschnitten. Ich zum Beispiel nutze das super gerne für meinen Juice zum Beispiel. Genau. Oder ein super leckeres Ragout zum Beispiel. Ich sehe, ihr habt auch super gut aussehende Bratwurst. Ja, also wir haben 2 Sorten Bratwurst vom Büffel. Einmal eine grobe Bratwurst, wirklich nur mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und einmal eine Grillwurst, die ist erstmal ein bisschen Speck von unseren Schweinen drin verarbeitet. Perfekt. Also ja, wir haben eben gesehen, die Schweine sind glücklich, die Büffel sind glücklich. Und ihr verwendet alles, finde ich super. Und dann hat man natürlich auch noch so ein Top-Produkt daraus. Ich muss sagen, die muss ich nachher mitnehmen, nämlich unbedingt auf den Grill schmeißen. Gerne. Was habt ihr denn sonst noch? Ja, wir haben natürlich auch noch mehr Fleisch von unseren Schweinen. Hier drüben einmal.
Aber das sieht ja auch verdammt gut aus und das ist jetzt euer Schwein. Genau, das ist von unseren Schweinen, richtig. Also dann, man sieht schon auch, dass es halt wirklich gut marmoriert ist und vor allen Dingen auch dieses Speck, das hat einfach also einen super Geschmack, das schmeckt so ein bisschen wie Marzipan. Ne? Die packe ich mir gleich auch an, aber vielleicht könnten wir einmal so ein Stück Fleisch den Leuten zeigen. Dann hole ich vielleicht mal hier so einen Nacken an, das ist jetzt so, ja, ne? so ein bisschen, da sieht man das. Das hier zum Beispiel, das ist echt ein super, super schönes Stück Nacken. Also das ist sowas, das würde ich mir einfach auch nur kurz braten, natürlich mit ziemlich hoher Hitze, damit der Fett einen schönen Schmelz hat oder das Fett einen schönen Schmelz hat. Das sieht auch sehr lecker aus, ich würde sagen, das packe ich auch zu meinen Würstchen, das nehme ich mir auch. Warum stehen die hier? Die Kühe machen jetzt gerade ihren Sommerurlaub hier. Die sind jetzt tragend und sobald der Büffel so in der Hälfte bis zum zwei Drittel trocken ist, dann oder sagen wir mal, in der Trächtigkeit ist, dann machen die sich selber trocken, geben keine Milch mehr. Die wissen halt ganz genau, es ist ein Urtier, jetzt muss ich für mein Kind sorgen. Es ist zum Beispiel auch so ein Urinstinkt des Menschen. Wenn dem Tier es gut geht, wenn es ruhig ist, abends, wenn ich aufs Wohnzimmerfenster gucke, da laufen die Tiere in der Wiese und wenn die sich ruhig verhalten, dann weiß ich, es ist ein Urinstinkt, okay, ich brauche keine Angst zu haben, da kommt kein Raubtier, ist keine Gefahr für uns da. Und das ist immer noch so ein, ja, das gibt einem so viel zurück, ne? Muss man wirklich sagen. Und vielleicht auch noch interessant für die Zuschauer, anders als bei der Kuh, die Tragezeit ist länger, ne? Die Tragezeit ist länger, ist 10 Monate. Ne? Sie sind da halt wirklich eine ganz andere Art. Man kann sie halt nicht mit einer Kuh kreuzen. Wie man sagt, dann ist wirklich wie Schaf und Ziege. Passt von der Chromosomensätze absolut nicht zusammen, ist wirklich eine ganz andere Art. Wenn man jetzt hier auch sieht, zum Beispiel von hinten, sage ich immer, sieht es aus wie ein Elefant. Das Vorteil ist zum Beispiel das abfallende Becken. Ja. Daher habe ich bis heute die wenigsten Kalbungen überhaupt gesehen. Okay, weil das dann nachts passiert und ohne Hilfe. Ganz genau, ohne Hilfe. Ist genau wie ein Reh in der Wildnis, muss auch alleine sein Kids auf die Welt bringen. Wenn es nicht schafft, wird es sterben. Ja. Und das ist bei dem Urtier wieder, es muss alleine zurechtkommen. Und nur das gesunde Tier wird groß. Jetzt sagen wir mal ganz kurz, jetzt sehe ich ja auch noch Kühe kommen. Warum stehen denn Kühe hier? Ja, ich bin ein alter Rindermensch, sage ich mal, ist natürlich so ein bisschen und habe auch noch ein Faible für die alten Rinderrassen. Aber wir haben sie eigentlich in erster Linie, es muss natürlich auch immer noch wieder im Konzept passen, sagen wir mal vom Betrieb her, dass wir jetzt unsere Büffelkälber bei den Kühen, normalen Rindern, unterschieben als Ammkuh, sage ich mal. Also sie ist dann die Amme für die Kälber und jetzt ziehen so eine Kuh zieht jetzt 2 bis 3 Büffelkälber auf. Man sieht jetzt gerade da hinten im Weitnis laufen die kleineren Büffelkälber, ein paar sind auch bei der Jersey, die Prinzess und dahinter läuft auch noch einer, die ziehen dann halt die Kälber auf. Es ist halt so, dass die Büffelkuh ja relativ wenig Milch gibt und ich möchte ja gerne Mozzarella machen und gebe dann die Kuh, immer das Büffelkalb runter und kann dadurch auch noch diese alten Rassen erhalten. Die jetzt zu Rate kommt, ist ja eine Pinzgauer Kuh, ne, eine auf der roten Liste, vom Aussterben bedroht. Ja, und die kann ich dann so auch noch wieder erhalten. Ne? Okay. Wahnsinn. Bibi ist dann auch sehr, das ist eigentlich, muss ich sagen, einer der ersten Kühe, die wir mit den Büffeln großgezogen haben. Ich sag mal, die Kühe sind nicht so verwöhnt, aber sie ist genauso verwöhnt fast wie unsere Büffel. Die will auch immer ihre Streicheleinheiten haben. Ne? Okay, und das heißt wirklich, also das sind die Leihmütter, ja? Das sind im Prinzip die Leihmütter, dass sie natürlich nicht austragen müssen, sondern im Nachhinein kümmern sie sich um die Büffelkälber. Ne? Und wir haben halt hier eine bunte gemischte Herde, wo die normalen Kühe, die Büffel laufen. Und dadurch, dass sie zusammen groß werden, vertragen sie sich auch wunderbar. Also am Anfang war es schon mal schwierig, weil die Kühe und Büffel sich nicht kannten. Der Büffel, der knorkt, sagen wir mal, die Kuh mut. Ja. Die müssen sich als Kälber dann einfach immer so ein bisschen schon kennenlernen. Ne? Und dann funktioniert es auch wirklich gut, ne? Muss man wirklich sagen. Jetzt habe ich ja gehört, dass ihr eine relativ große Herde habt. Wie viele Stück habt ihr insgesamt? Das ist ca. 130 Tiere. Und wo steht der Rest? Also die melkende Herde steht im Moment im Nachbarort auf dem Betrieb. Vorsicht, jetzt wird es erschrocken. Auf dem Betrieb. Und da können wir gerne gleich auch noch mal hinfahren, dass wir das Melken auch noch mal gucken. Da ja, super. Wird mit dem Melkroboter gemolken seit einem halben Jahr. Erzähl uns mal bitte was zu diesem Gerät im Hintergrund. Ja, das ist unser Melkroboter und der melkt 24 Stunden durch. Und so kann jede Kuh selber entscheiden, wann sie zum Melken gehen möchte.
Okay. Das ist natürlich ein Vorteil, dass es einfach viel mehr Ruhe in die Herde bringt, weil so, wenn die ranghohe Kuh dann gemolken ist, auf der Wiese geht, kann die rangniedrige wieder im Stall reinkommen, sich melken lassen. Und so ist ein viel ruhigerer Rhythmus reingekommen und die Kuh kann wirklich selber entscheiden, wann sie was möchte. Wann sie rausgehen möchte auf der Wiese, wann sie gemolken werden möchte, wann sie schlafen möchte. Und es ist einfach viel, viel ruhiger geworden für Tier und auch für Menschen her, weil ja, es funktioniert wirklich gut. So kann man die Technik mit dem Urtier wirklich super verbinden, sage ich mal. Also für die vielleicht, die es nicht wissen, normalerweise ist das ja so, es gibt meistens zwei Uhrzeiten am Tag, genau, wo die Kühe gemolken werden. Dann werden die Kühe in eine Molkstraße quasi reingetrieben und dann steht unten jemand, der dann die Melkzeuge ansetzt, genau. Und was jetzt der Roboter übernimmt. Genau, dadurch haben die mehr Stress als hier und die Kühe können wesentlich ruhiger bessere Milch geben. Martin, ist das denn tatsächlich so, dass wenn die Kuh auch Stress hat, gibt die weniger Milch, schlechtere Milch? Wenn der Stress hat, lässt er überhaupt keine Milch kommen. Okay. Das ist so mal so. Jede Frau, sagt immer, die gestillt hat, weiß es, die braucht Ruhe. Ne? Ja. Das ist bei der Kuh genau dasselbe. Und das ist ganz klar, wenn da halt Stress ist, dann funktioniert es nicht. Jetzt merkt man gerade, die Büffel hinter uns hat auch gerade ein bisschen, weil die merkt, wieder sind Leute da, ist was anderes. Dann hat man auch immer wieder ein bisschen Stress. Ne? Das ist man sofort zu merken. Und das ist natürlich ein Nachteil auf der Milchproduktion, ganz klar. Und dem Tier geht es am Ende auch nicht so gut, ist logisch. Wenn wir Stress haben, geht es uns auch nicht gut. Das ist so. Und noch eine Frage. So eine durchschnittliche Kuh kann ja eine super Kuh, kann ja irgendwie sowas um die 40, 50 Liter Milch am Tag geben. Ich bin da natürlich jetzt auch kein Experte. Nein, wie sieht es aus beim Büffel? Beim Büffel ist es halt so, dass im Schnitt ja, 7, 8 Liter am Tag haben, sag ich mal. Eine gute Kuh gibt schon mal 12, vielleicht mal 15 Liter. Das ist natürlich okay, wesentlich geringer, aber eine viel höhere Inhaltsstoff. Und das ist natürlich auch wieder die Entscheidung bei dem Büffelmozzarella, wo er nachher dementsprechend auch noch schmeckt. Wie viel Prozent Fett enthält also die Milch? So wie Büffelmilch hält zwischen 8 und 9 Prozent Fett. Ne? Und bei der Kuh ist 3,5. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Ne? Ein Riesenunterschied. Dann kann ich doppelt so viel Käse aus dem Liter Milch produzieren. Wie von der Kuh. Wie von der Kuh. Um Geschmack her braucht man nicht von zu sprechen. Ja. Und Silvia, was wir aus der Milch machen, das zeigst du uns jetzt. Wo geht's hin? Genau, wir fahren jetzt zu unserer Käserei nach Holland. Da freue ich mich ganz besonders drauf, endlich mal Käse selber machen. Ja, genau. Los geht's. Okay. Guten Morgen. Hallo Antal. Hallo Antal. Antal ist unser Käsemacher hier, wie du siehst. Der macht gerade die Burrata fertig. Ja, jetzt haben wir ja eben gesehen, wie die Büffel gemolken werden. Kannst du uns das einmal zeigen, wie das aussieht, wenn das eine perfekte Konsistenz hat? Ich mache das jetzt im Kleinen. Also hier sieht man auch nochmal, das ist wirklich Handarbeit. Und wie ich das eben mitbekommen habe, es muss auf jeden Fall, den perfekten Moment muss abgewartet werden, damit wir den perfekten pH-Wert haben, um nachher eine besondere Elastizität zu bekommen. Wir sagen immer, die Käse sagt, wie schnell wir arbeiten können. Okay, also der Käse gibt den Ton an. Genau. Ja. Na gut, das ist ja typisch in Holland, oder? Die Käse ist das Wichtigste. So, also wir haben es gerade eben gesehen, er hat den Käsebruch genommen. Jetzt hat er einfach nur 100 Grad warmes Wasser dazu gegeben. Und jetzt rührt er das ein bisschen an. Und ich glaube, dadurch sehen wir dann nachher, ob die Konsistenz, die Elastizität gegeben ist, um den perfekten Burrata zu machen. Ah, da sieht man schon, jetzt kommt es. Ja. Also das Klebeeiweiß tritt letztendlich aus und dadurch kriegen wir die Elastizität. Cool. Schon verrückt, wenn man sich überlegt, eben noch Milch gewesen, jetzt ganz, ganz anderer Zustand. Mozzarella. Ja. Heiß. Heiß. Das ist jetzt 80, 85 Grad. 80, 85 Grad, ja. Und dann hat man Mozzarella. Krass. Wahnsinn. Der sieht toll aus. Also hier wird keine Uhr gestellt oder sonstiges. Ihr wartet wirklich, bis der Käse euch Bescheid sagt, jetzt können wir loslegen. Ja. Das ist ja auch noch ein bisschen witterungsabhängig, oder? Das Wetter, Luftdruck, wie auch immer. Ne? Luftdruck, Luftfeuchtigkeit. Was hat der Büffel gegessen? Wie alt ist der Milch? Okay, was er gegessen hat? Ja, das ist alles, hat Einfluss auf, wie lange das dauert, von die Bakteriekultur
zugeben und wenn wir anfangen können mit Stretchen. Also für mich als Koch ist das wirklich Wahnsinn. Ich meine, ich verarbeite das jeden Tag, aber ich habe mir wirklich eigentlich bis jetzt selten Gedanken gemacht, wie lange ist eigentlich der Hergang, bis man eine gute Qualität bekommt. Ich sage immer nur, man erkennt guten Büffelmozzarella an der Qualität der Haptik. Also wenn ich es anfasse, muss schön soft sein, schön weich sein, innen drin. Und wenn es dann gerade Burrata ist, muss schön cremig sein. Ja. Und für den Burrata brauchen wir noch was, was wir in die Mozzarella reinmachen, richtig? Stracciatella. Stracciatella. Ja. Was ist Stracciatella? Stracciatella ist Mozzarella, die wird auseinander. Wir machen das eigentlich auf diese Weise. Wir nehmen Mozzarella, das machen wir lang. Ja. Dann stellen wir das in kaltes Wasser, dann muss ein bisschen abkühlen. Ja. Und dann kann man die auseinanderziehen. Wahnsinn. Jetzt also, ein bisschen zu heiß noch. Ein bisschen zu heiß noch. Quasi wie Nudeln machen. Ja. Und wenn man das alles auseinandergezogen hat, dann fügen wir Sahne, aber ganz bestimmte Sahne. Die ist ein bisschen fester wie normale Sahne. Ja. Und dann bekommt man Stracciatella. Wahnsinn. Also für mich, ihr könnt das jetzt ja nicht fühlen oder sehen, sieht das fast ein bisschen aus wie so eine Creme Double. Ja, genau. Ja, und da kommt dann, eine Art. Dann kommt da die Mozzarella rein in feinen Streifen. Und das gibt dem Ganzen dann die schöne Cremigkeit. Schmeckt jetzt schon super lecker, ja, muss ich wirklich sagen. Und ein klein bisschen Salz. Und ein klein bisschen Salz, okay. Ja. Er würde sagen, dann lass uns mal vielleicht ein, zwei machen davon. Ja. Stracciatella rein. Ja. Das reicht? Das reicht. Und jetzt die zwei. Mit die. Ja. Die. Ja. Die mit der Pink. Ja. Kaltes Wasser. Nur nicht loslassen, ne? Sonst haben wir das Wasserteller hier drin. Dann ist nur Wasser drin. Ah, die sind schon vorgebunden, ja? Ja, die sind vorgebunden. Mach mal da rum, anziehen und da hat man einen Burrata. Sieht ja schon ganz gut aus, oder? Ja, für das erste Mal. Ich würde sagen, wir machen nur ein, zwei. Ja. Wie kommt es eigentlich, dass in Holland Mozzarella gemacht wird? Weil die Büffelmilch aus Deutschland und Holland besser ist als die Büffelmilch aus Italien. Woran liegt das? Liegt das an den Getreiden oder den Gräsern? Die Gräser und das Klimat. Ja, okay. Das ist die Büffelmilch aus Holland und Deutschland auch. Die ist in Italien wollen sie die ganz, ganz gerne haben. Also quasi wird auch oftmals die Milch einfach nach Italien verschifft, um eine Mozzarella zu machen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Hier geht es halt dann einfach wirklich um Qualität. Ich denke mal, auch der Fettgehalt ist hier so wahrscheinlich dadurch auch ein bisschen höher, ne? Ja, Fetteiweiß ist höher als die italienische Milch. Also wir haben natürlich über die Mozzarella in verschiedenen Größen auch noch die Burrata oder eine nach Feta-Art Käse aus Büffelmilch, aber wir haben auch einen Schnittkäse zum Beispiel. Und dieser Schnittkäse ist eigentlich im Prinzip entstanden aus der Not heraus. Also wir hatten einer Zeit lang mal Probleme mit unserer Käserei und wir hatten einen Italiener, der ist leider nach Italien zurück. Und da standen wir da mit unserer Milch und dann haben wir hier direkt um die Ecke auch einen kleinen Betrieb, der auch Käse macht und Milch verarbeitet. Und da haben wir dann angefragt, kannst du für uns einen Hartkäse machen, damit wir wenigstens unsere Milch in dem Moment verarbeitet hatten. Und das ist super. Über den Winter machen wir jetzt auch oft halt Hartkäse, und weil der sich halt auch super lagern lässt. Ne? Ja. Und die Farbe ist absichtlich so? Ja, natürlich. Ist schön schwarz, wie der Büffel. Büffel leicht schwarz. Ja. Aber hier sieht man das auch nochmal ganz krass, finde ich, bei eurem Hartkäse hier. Wie weiß der ist. Also der sieht ja schon fast eher so aus wie so ein Ziegen- oder Schafskäse. Richtig, genau. Ne? Ja, genau. Das sieht ganz anders aus wie ein Kuhmilchkäse. Ja, genau. Das ist das, was Martin eben sagte, wegen dem Vitamin A. Ne? Dass es halt kein Karotin drin ist. Und ich meine, ihr habt hier einen super schönen Hofladen. Wird der regelrecht oder regelmäßig genutzt? Ja, also doch, wir haben guten Zulauf. Also wir merken, dass vor allen Dingen auch junge Familien kommen, die sich echt Gedanken drum machen, wo kommt das Lebensmittel her, ne? Und auch mit den Kindern und hier uns besuchen und wirklich auch auf Regionalität achten. Das ist halt ganz wichtig. Das ist auch unsere Zukunft, ich denke. Ne? Also wirklich, dass die jungen Leute sich Gedanken dazu machen mit Familien und die Kinder auch schon mitbringen. Und dass es auch für die Zukunft dann auch, ja, die Landschaft dadurch auch viel nachhaltiger wird, wenn die Leute dementsprechend auch einkaufen. Das ist ganz wichtig. Ne? Ja.
Weil also, der Konsument ist am Ende doch bestimmt, wie die Tiere gehalten werden, muss man ja, das sagen. Ja, das ist so. Also deswegen sage ich auch immer, vom Einfachen nur das Beste und am besten nicht jeden Tag, sondern lieber ab und zu und dafür aber eine hochwertigere Qualität. Auf jeden Genauso Fall. Das, was ihr hier habt, finde ich echt super. Ich werde auf jeden Fall mit meinen Kindern auch mal vorbeikommen. Oh ja, gerne. Nach der super spannenden Produktion heute von dem leckeren Burrata von den Büffeln gibt es natürlich wie bei jeder Sendung am Abschluss ein leckeres Essen. Und wir machen heute einfach ein Bruschetta. Dafür habe ich hier so ein bisschen Focaccia mitgebracht mit Oliven drin. Da schneiden wir uns ein paar schöne Scheiben raus, geben das Ganze in eine Pfanne, geben ein bisschen Butter dazu, ein bisschen Zwiebel, ein paar Kräuter und rösten die nachher schön an. Ich habe die Pfanne absichtlich noch aus, weil ich erstmal in der Zwischenzeit die Tomaten schneiden muss. Aber bereite mir quasi schon mal mein Mise en Place vor. Das röste ich nachher alles schön mit, ne? Fürs Aroma, für den Geschmack. Gib da ein bisschen Olivenöl zu, ein bisschen Butter, lass das schön nussig werden, also ein bisschen dunkel werden die Butter, damit das Focaccia auch wirklich einen super tollen Geschmack hat und ein bisschen was anderes ist. Dann nehme ich mir hier ein paar Tomätchen. Hierbei natürlich darauf zu achten, dass das auch wirklich reife Tomaten sind, damit wir auch einen guten Geschmack haben. Sehr wichtig. Nehmen wir ein bisschen frischen Basilikum. Schneide den auch einfach grob runter. Dann fange ich schon mal an, ein bisschen Hitze in die Pfanne zu geben, damit das gleich nicht ganz so lange dauert. Dann einen Schluck Olivenöl dazu. Und natürlich auch wichtig, ein bisschen Butter. Ne, haben wir ja schon mal gelernt, Fett ist Geschmacksträger Nummer 1. Und dann fange ich auch schon an, ein bisschen zu würzen. Auch hier gebe ich ein bisschen Olivenöl dazu, ein bisschen Balsamico. Dann würze ich einfach ein bisschen Salz. Hier habe ich schöne Salzflocken, die sind mit ein bisschen Chili versetzt für die Schärfe und einfach ein bisschen bunten Pfeffer. Wir wollen natürlich auch nicht zu viele Gewürze nehmen, weil wir wollen natürlich unseren Hauptakteur, unseren Burrata gleich richtig schön da durchschmecken. Deswegen sollen wir das Ganze auch nicht überwürzen. So, hier sehen wir schon in der Pfanne, hier passiert langsam ein bisschen was. Hier vermengen wir das Ganze schon mal ein bisschen. Mhm. Können wir ein bisschen nachwürzen. Dann nehme ich mir hier schon mal ein bisschen was von dem Burrata. Da bin ich natürlich mega stolz drauf, selbst gemacht. War auch für mich ein Highlight, das erste Mal. Mmh. Köstlich. Also dem Ganzen einfach ein bisschen Zeit geben, weil ich mich wirklich mit der Butter, dass die Kräuter schön arrosieren, ja, schön aufgenommen werden von dem Brot, ein, zwei Mal drehen, schön kross werden lassen. Und dann wird das Ganze einfach nur noch gleich mit unserem Tomatensalat belegt. Dann zupfen wir ein bisschen was Burrata darüber, ein bisschen Basilikum, frisches Olivenöl und fertig ist unser Gericht für heute. Ja, es wird mega lecker, ganz einfach. So sollte das Ganze dann aussehen. Wir sehen hier wirklich, und das kann man auch vielleicht hören durchs Mikrofon, eine schöne, krosse Schicht. Schön knusprig, ja. Jetzt tun wir das Ganze, machen es einfach aus, holen das Ganze raus. Ich habe hier so ein Brettchen vorbereitet. Dann legen wir das schön hin
Und auch ruhig die geschmorten Zwiebeln, die wir jetzt hier drin haben, die sind ja auch schön arrosiert, geben wir einfach auch ein bisschen mit dazu. Und auch die Kräuter hier wie Salbei, ne, das schmeckt natürlich auch super. Dann geben wir einfach ein bisschen was von unserem Tomatensalat da drauf. Hier unseren Burrata. Schaut euch mal an, wie cremig der ist. Da geben wir jetzt wirklich einfach hier so schön die Stücke oben drauf. Boah. Sieht lecker aus. Bisschen Basilikum. Dann noch einen Tropfen Öl. Top eine kleine Salzflocke noch. Ein bisschen Pfeffer. Und fertig mein Rezept für heute. Einfach leckeres Bruschetta mit natürlich hervorragender Burrata selbst gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es schmeckt. Und ich würde sagen, Silvia, du kannst kommen, du musst mal probieren. Boah. Unseren selbstgemachten Burrata von heute, von euren Büffeln. Mehr geht nicht. Probier mal. Das sieht mega aus. Sehr lecker sieht das aus. Bisschen umständlich zu essen, oder? Ja, kann ja was runterfallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Und dir, Silvia, vielen lieben Dank für den wunderschönen Tag heute. Es hat mir wirklich viel Spaß bereitet. Und es ist wirklich toll, was ihr aus euren Büffeln alles so macht. Gerne. Ich freue mich auf euch, bald wiederzusehen bei der nächsten Folge Küche der Natur. Thank you.